Hallo alle zusammen und willkommen zurück im Feuerschlund hinter dem Tor nach Chakmul im Chivo-Wald, denn genau hier wollen wir ja hin. Das ist bereits so stickig hier und warm und ich muss das Fenster schließen, damit mich nicht jeder hört, und dann stelle ich Doofdudel hier auch noch ein Cappuccino hin, einen Eisen-Cappuccino natürlich, und ich muss natürlich den Ventilator abschalten, damit er nicht ins Mikrofon pustet. Also ja, mir geht's jetzt echt prima. Umso toller ist es, dass wir jetzt auch noch direkt in die Hölle gehen. Also heute geht's mal so richtig heiß her. Was ich hier noch nie gemacht habe, war mich reinzurollen. Was hier? Ja, jetzt sieht man erst recht, dass wir uns in Chakmul befinden. Und mir ist erst beim Nachbearbeiten der Videos aufgefallen, dass das hier ja wirklich Chakmul ist. Ich hab's irgendwie immer... Ich weiß nicht, übergangen? Was auch immer sich mein Kopf dabei dachte. Und es erklärt mir natürlich, warum wir von Kalaka den letzten Maskenteil bekommen. Weil er ihn sich hier halt geholt hat. Und er war derjenige, der sich hier rausgebohrt hat. Na, er kommt natürlich aus der Hölle. Das war mir natürlich klar. Aber jetzt wissen wir auch, wie mit diesem Gerät. Na gut, wollen wir jetzt mal runter in die Hölle. Da, wo es richtig heiß hergeht. Tiefer und tiefer. Naja, so tief auch wieder nicht. Denn schon sind wir quasi da. In El Inferno. Der erste Bohrer ging kaputt. Tja, sich durch Grundgestein zu bohren, das tut dem Bohrer nicht so gut, wie man hier sieht. Aber irgendwie hat das dann geschafft, der hartnäckige Kerl. Der Drecksack. Und was auch immer er hier macht, denn sich nach unten bohren, das bringt ihn nicht sehr weit nach oben. Na gut. Die haben hier Höllenkakteen. Könnte gerade aus Minecraft stammen, wenn die Höllenkakteen hätten. Gibt sicherlich irgendeinen Mod dafür. Und da ist es. Mindestens genauso schön wie unsere Heimat. Nur böse. Ach ja, und wir brauchen jetzt gleich in die Lichtwelt wechseln. Hier gibt's keine Lichtwelt. Wow, Luchador. Wie bist du hier runtergekommen? Hat jemand deine Papiere überprüft? Das riesige Loch in der Wand? Ja, ja. Das haben wir Kalaka zu verdanken. Also, du bist jetzt in El Inferno. El Diablo hat den Laden früher ausgezeichnet am Laufen gehalten, aber seit Kalakas Aufstand ist er verschwunden und hier ist die Hölle los. Hölle, verstehst du? Ihr könnt ja mit allen reden, wenn ihr dieses Spiel selber habt. Ich werde das nicht tun. Weil das zu viel Zeit beansprucht. Oh, dieser. Der Diablo. Der Teufel. So, wollen wir noch den Stein hier aktivieren. Devil's Advocates. Law Firm. Natürlich, Rechtsanwalt. 666. Jo, wollen wir mal hier rein. Wir können sowieso nirgendwo anders hin. Und das ist sein Büro, wenn man so möchte. Das ist es wohl. Und hier wollen wir nach ganz oben. Wie wir auch gleich feststellen werden. Verdammter Schalter! Öffne diese Tür! Ich hab Arbeit zu erledigen! Ah, Alex! Oh, Luchador, ich untersuche nur diesen Aufzug, der außer Betrieb ist. Ich kann nicht lesen! Meinen Aufzug, der kaputt ist, zu meinem Büro, das vollgestopft ist mit äußerst wichtigen Dokumenten. Ich bin gerade von meiner kleinen Auszeit in der Oberwelt zurückgekehrt und mir fallen einige Veränderungen auf, die Kalaka vorgenommen hat. Zum Beispiel scheint er die Schlösser der Tür mit einem willkürlichen Belohnungssystem oben in den alten Folterkammern verbunden zu haben. Wollte er damit seine Soldaten trainieren oder soll das ein übler Scherz sein? Leider kann ich in meiner jetzigen Form nur wenig ausrichten. Ich kann nicht mal lesen. Hühner können nicht lesen. Hähne. Eigentlich komisch, dich hier zu sehen, Luchador. Was für ein Zufall. Wirklich. Nachdem ich dir oben in der Wüste noch aus der Patsche geholfen habe, tauchst du plötzlich stark und muskelbepackt in El Inferno auf? Seltsame Formulierung. Scheint eine Schicksalsfügung zu sein, oder? Nun ja, wie wäre es, wenn du dich auf den Weg nach oben in die Folterkammern machst und dich umsiehst? Folterkammern, was? Na gut. Ich habe keine Ahnung, wohin die anderen Türen führen. Ich war nicht oft hier unten. Also, das sind die jeweiligen. Ja, dahinter gibt's Belohnungen. Das willkürliche Belohnungssystem quasi.
Und wir wollen jetzt mal zu den Minispielen, die nicht allzu schwierig sein sollten, da wir ja über den Hühnerflug verfügen, weil wir alle Maskenteile bis auf ein einziges eingesammelt haben in der letzten Episode. Herausforderung 1. Laufe zum Ziel so schnell du kannst. Das sollte weniger ein Problem sein. Here we go. Wir wollen natürlich überall Gold erhalten, denn das sind 100%. Oder auch nicht. Nein! Vielleicht reicht es schon, überall irgendwelche Medaillen zu bekommen. Das können wir vergessen. Neustart! Aber ich glaube, wir müssen überall Gold bekommen oder zumindest eine bestimmte Mindestanzahl an Gold. Aber ich will überall Gold. This is how I roll. Jawohl, erste Medaille. Das war noch easy. Herausforderung 2. Besiege alle Gegner und erziele die höchste Combo. Schauen wir mal. Wie viel waren das? Moment. Achso, 400. Da steht's. Versuchen wir es mal. Keine Gewehr. Kein Gewehr. Ich habe kein Gewehr zur Hand. Wupp. Das heißt natürlich auch, nicht getroffen werden. Und nach Möglichkeit auch nicht allzu viel Schaden verursachen, damit wir möglichst viele Kombos reindrücken können. Nieps. Wir sind bei 140. Nein, das kann man vergessen. Habe ich nicht richtig aufgepasst. Da hat mich der alte Ziegenbock abgelenkt. Das wird natürlich alles mundgerecht zusammengeschnitten. Ne, wie so ein Stück Wurst, einfach ein bisschen zusammenschneiden. Wird es besonders lecker. Ich hoffe, die Analogie passt. Sollte aber. Okay, die Kombos, hier die Schläge addieren sich, wenn man die wirft. Das ist gut. Ich hoffe, es macht mir nicht allzu viel Schaden. Yep. Sollte aber nicht, gell? Und wenn doch, tut's das halt. Tutentum. So. Na, noch erwischt. Nicht treffen, bitte, please. Pretty please, Senpai. Yeah, 435. Das lief doch ganz gut mit etwas Konzentration. Okay, nächste Herausforderung. Herausforderung 3. Nutze die Umgebung und besiege diese unverwundbaren Gegner. In 1:30. Ne, eine Minute. Okay, schnell runter. Moment, was? Das war die richtige Taste, okay. Am besten die Kopfnuss. Die lässt sie ganz besonders... Ich glaube, das passt von der Zeit trotzdem noch. Lässt sie ganz besonders weit fliegen. Ah, verdammt! Ich muss den Schalter betätigen. Nochmal von vorne. Es war ein schlechter Einstieg. Wow. Nein, die falsche Taste ist... Aus irgendwelchen Gründen denke ich immer, die Y-Taste ist ganz woanders. Warum auch? Ich renne nicht nach links, Juan. Das macht er automatisch. Der will in die Mitte des Raums. Sollte noch passen. Nee. Ich könnte natürlich auch einfach in die Stacheln werfen. Es muss ja nicht immer All-Max-Headbutt sein. Ja. Oder so. Schon mal hinwerfen. Jawohl. Tot, tot, tot. Oh nein, nein, nein. Nein. Es passt noch, sollte noch passen. So. So. Komm hier.
Kommen natürlich noch mehr Gegner, ist ja klar. Kieks! Yeah, dachte ich mir schon, dass er sich gleich wieder umlegt. Komm, greif mich an. Ach, über eine Minute. Silber. Das wollte ich so nicht. Neustart. Es sind diese verdammten Viecher, die mir die meiste Zeit rauben. War das der letzte? Es war der letzte, nur 48 Sekunden. Sweet! Ist hier was? Ist hier was? Ich sehe nichts. Nee, keine Belohnung. Okay, gut, weiter. Weiter im Text mit der Nummer 4. Weiche im richtigen Moment aus, um die Dornen zu durchqueren. Ah, super, das ist so eine Hühnerherausforderung. Wohl auch nicht. Nope. Weiche im richtigen Moment aus. Und den Henker finde ich auch super. Don't give up! You can do this! Braucht man aber auch ein bisschen Glück. Das war jetzt mehr. Wir hätten wahrscheinlich noch durchkommen können und ich habe einfach vorzeitig aufgegeben. Weil ich bin hier wirklich ziemlich gut durchgekommen. Nein. Ich muss früher rollen. Was tue ich denn da? Schade, dass es keine Hühnerherausforderung ist. What am I doing? So. So. Quasi immer da, wo sich die Dornen treffen. Aber eigentlich ist es nur Glück. Wow! Nein! Nein! Das wäre perfekt gewesen! Das wäre sowas von perfekt gewesen! Shit! Das macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Passt schon, passt schon. Ja! Gold! Süßes, süßes, köstliches Gold. Hallo, na? Ein Hahnwärter hat mich angekackert und ist rumgeflattert. Ich muss ihn richtig verscheuchen, um wieder arbeiten zu können. Wenn du wüsstest, wer das ist. Dein Boss. Who is your daddy, Boss? So, nächste Etage. Herausforderung 5. Überlebe die Gegnerwellen, solange du kannst. Wenn sich zu viele Gegner auf der Brücke ansammeln, stürzt sie ein. Das heißt, schnell besiegen. Los. Oh, ich kann mich an diese Herausforderung erinnern. Ich glaube, hier will ich sogar zu einem anderen Kostüm wechseln. Ich bin mir noch nicht sicher, ich schau mal. Klar, auf der einen Seite so schnell wie möglich besiegen, auf der anderen Seite, wenn ich eine Gegnerwelle besiege, kommen ja die anderen schnell, ne? Ja, aber wenn ich mir zu viel Zeit lasse, kommen die anderen auch ziemlich schnell. Und dann habe ich noch mehr Gegner am Hals, also... Ne. Ich will sie doch so schnell wie möglich besiegen. Noch. Wow. Der war knapp. Der war jetzt mehr Glück als Verstand. Oh, den hab ich noch irgendwie erwischt. Gut. Noch sieht's gut aus. Aber ich will mal nicht den Tag vorm Abend loben. Egal, es geht hier nicht um die Combo. Jetzt haben wir ein Problem. Richtiges Problem, ich sehe nicht mehr durch. Wo bin ich? Ah, in der Lava. Ja, immerhin Silber, hä? Also es ist okay, wenn wir abstürzen. Hauptsache wir überleben. Moment mal.
Ich habe so eine komische Idee. Meinetwegen kann er die Brücke einstürzen. Oder? Was wäre, wenn ich einfach das hier mache? Ist nur so eine Idee. Vielleicht ist die ganze Sache auch vorbei, sobald die Brücke einstürzt und nicht, sobald ich in der Lava lande. Aber im Prinzip hätte ich dann die Gegnerwellen überlebt. Ich lebe noch. Aber es zählt nicht mehr weiter. Schade. Da haben sie mitgedacht. Bronze, yes. Ich schau mal, ob uns hier ein Kostüm helfen kann. Schauen wir mal. Also, Polo Luchador. Gesundheit wird mit der Zeit regeneriert. Nein. Unendliche Ausdauer. Ja, könnte definitiv helfen für all die Power-Attacken. Superstarke Würfe. Nein. Verursacht massiven Schaden und erleide massiven Schaden. Ja? Diablos Anzug. Also all diese Kostüme habe ich in einem vorherigen Playthrough freigeschaltet und die sind Safe-State übergreifend. Eingriffe entziehen Lebensenergie. Mehr. Nee. Nee. Ich würde sagen, wir nehmen. Wo ist es? Den Alabrigi-Anzug. Ich bin ein kleiner süßer Drache. Der gackert. Na dann, damit sollten wir die schneller von der Brücke beseitigt bekommen. Auf geht's. Here we go. Oh yeah. Seht ihr, und sie spawnen sogar später. Weil ich echt schnell war. Das ist genau das, was ich möchte. Wir dürfen halt nur nicht getroffen werden, weil erleide massiven Schaden. Das ist unser Perk. Oh yeah. Das macht alles so viel einfacher. Oh nein, nein, nein. Das ist kein Schummeln. Das kann man alles ganz legitim freischalten. Während seines Abenteuers. Oh, oh. So viel Schaden haben wir jetzt auch nicht bekommen. Erhalten. Erstmal müssen die Gelben weg. Halt die, Unschild. Und ihr natürlich auch. Ihr müsst alle weg. Ihr habt alle Urlaub. Müssen noch länger überleben. Macht nichts. Macht auch nichts, macht gar nichts. Oh shit! Das macht gar nichts. Alles okay. Die waren schnell beseitigt. Sweet. Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, das versuchen die auch. Oh oh. Gut, wir können theoretisch abstürzen. Wir haben die Zeitspanne geschafft. Ist es okay, wenn die mich umbringen? Ich denke schon. Wir sind bei 2 Minuten. Das sollte passen. Yay. Gut, bleiben wir auch direkt mal bei diesem Anzug. Besiege die Gegner, ohne auszuweichen. Achso, ohne das hier. Sollte machbar sein. Vor allen Dingen mit diesem Anzug. Darf ich mich hier schon rollen? Ja, dann darf ich. So. Das heißt, Doppelsprünge und so weiter. Dafür werden die Kämpfe nicht besonders schwer. Schon gar nicht mit diesem Anzug.
Yay! Was? 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 Wieso nur... Was? Moment, wieso nur so... Moment. Ging es hier um Kombos? Ging es um Kombos? Ich glaube ja. Dann ist dieser Anzug massiv ungeeignet. Aber ich weiß, welcher geeignet ist. Und zwar... Der hier. Super starke Würfe, aber unsere Nahkampfangriffe sind schwächer. Das heißt, wir können mehr... Ihr sagt schon, Kombos reindrücken. Eine einfache Kommode, eine einfache Holzkiste, die sich wahrscheinlich nicht öffnen lässt. Nee, das hätte sie wahrscheinlich gesagt. It's-a-me! Brecheisen erhalten. Mit dem Brecheisen können unter anderem bestimmte Kisten geöffnet werden. Und das ist genau die Kiste, die wir öffnen wollen. So ein Zufall. Gut, dass sie angezeigt wurde. Anlegen. So, Schrank. Ich töte dich. Es funktioniert. Ich bin begeistert. Ein Charakter, der was Sinnvolles macht. Die Objekte sinnvoll benutzt. Wow. Roten Edelstein erhalten.